Ich muss zusehen, dass ich wieder schneller auf die Kommentare von euch antworte. Das ist mir persönlich auch sehr wichtig. Aber erst einmal hallo und willkommen zum Wort zum Sonntag mit dem Sendeplan der 28. Kalenderwoche. Die Sommermonate sind zeittechnisch immer etwas schwierig, deswegen gab es zum Beispiel auch letzten Sommer erstmalig eine Pause, weil das einfach für mich neben dem ganzen Kanal zu viel wurde. Mit dem lieben Geld verdienen und der Zeit, die ich dafür aufbringen musste. Und zurzeit ist es halt wieder so, wir haben Sommer und ihr merkt es vielleicht daran, dass ich auf die Kommentare, die ihr unter der Woche so abgebt, dass ich einfach länger brauche, um darauf zu antworten. Das will ich in den nächsten Wochen auf jeden Fall wieder ändern. An sich ist es ja auch kein großes Ding, da einfach mal drauf zu antworten, aber ja. Das mit der Zeit, das merke ich auch an anderer Stelle. Zum Beispiel beim Folgenvorrat. Als es mit Far Cry losging, hatte ich 4 Wochen Vorlauf. Folge 1 kam raus und Folge 28 hatte ich im Kasten. Und mittlerweile läuft Far Cry 2 und mein Folgenvorrat beträgt 1 Woche und 2 Tage, sprich 9 Folgen. Und das ist überhaupt nicht viel und das ist auch etwas unangenehm. Und daran merke ich auch, dass mit der Zeit im Sommer ist so eine Sache für sich. Bei Grand Prix 4 habe ich auch schon 2,5 Wochen Folgenvorrat verloren. Bei Rainbow Six Siege ist nochmal eine andere Sache, da habe ich in den letzten Monaten ganz viele Folgen verloren. Liegt einfach daran, dass ich es gerade nicht so oft spiele wie eben vor ein paar Monaten. Aber da ist der Folgenvorrat riesig gewesen. Insofern ist es da noch nicht schlimm. Aber ja, ich merke es, ihr merkt es an den Kommentaren, dass ich einfach später antworte. Und ich merke es eben auch am Folgenvorrat, dass der Sommer mal wieder da ist. Ich gelobe auf jeden Fall Besserung und mir sind die Kommentare selbst auch wichtig, weil das ist einfach das Schönste an diesem ganzen Spaß, an diesem YouTube hier. Wenn man einfach Rückmeldung bekommt, wenn man sich über etwas austauschen kann, wenn man zusammen gegen etwas schießen kann, wenn man zusammen einfach über etwas lachen kann. Das ist eben nach wie vor einfach das Wahre und das Schönste hier auf dieser Plattform. Aber apropos schön, ich wünsche euch jetzt erstmal eine wunderschöne neue nächste Woche. Habt einfach viel Spaß bei dem, was ihr tut, vielleicht beim Schreiben eines Kommentars nach einem tollen Video oder vielleicht beim auf die Antwort von einem Kommentar eurerseits warten. Auch dabei kann man Spaß haben, aber egal wie ihr eure Zeit verbringt, Hauptsache ihr habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.